So, jetzt kommt was, worauf ich mich auch freue. Wir können jetzt endlich die Kacktore des vergangenen Jahres abschließen, denn wir haben das Kacktor des Monats Dezember noch nachzubereiten. Und da waren wirklich einige absolut hochkarätige Kandidaten dabei. Tor 1, Julian Hetwer, Borussia Dortmund 2. Pünktlich zum ersten Advent besinnt man sich auch in der dritten Liga wieder auf das Wesentliche, die Nächstenliebe. Im dichten Dortmunder Dauerschnee entdeckt 1860 München das Herz für den Gegner, spielt feinstes Tiki-Kaka und stellt dann sogar noch die Abwehrarbeit ein. Selbst der verschneite Platz kann den heranrauschenden Julian Hetwer da nicht mehr ins Schlingern bringen. Schleudertrauma bei Pfostenkontakt oder Traumkacktor? Zum Glück wird's Letzteres. Tor 2, Matthias Ginter, SC Freiburg. Ob die Freiburger vor dem letzten Bundesliga-Kick beim FC Heidenheim noch auf dem Heidenheimer Weihnachtsmarkt in der hinteren Gasse die Glühweinbude ausgerüsselt haben, ist nicht überliefert. Es wäre aber eine plausible Erklärung für diese Aneinanderkettung von Lapsus. Erst Höfler mit dem ungelenkten Tackling Marke Autoscooter gegen Omar Traoré und dann stolpert Matthias Ginter den Ball gekonnt über die eigene Linie. Tor 3, Daniel Heuer-Fernandes, Hamburger SV. Die Tücken plötzlicher Wintereinbrüche haben sie auch in Hamburg zu spüren bekommen. Im schwerwiegendsten Schneesturm dieses Tages, unter heftigstem Druck durch die Gegenspieler und bei stark vernebelter Sicht, gelingt es den Hamburgern im Zweitliga-Derby beim FC St. Pauli nach ruhendem Ball nicht, Ruhe in ihr Spiel zu bringen. Und so haut Daniel Heuer-Fernandes aufgrund widrigster äußerer Umstände den Ball auf beeindruckende und unnachahmliche Art und Weise unter die Latte. Die Tücken des Winters sind gnadenlos. Tor 4, Markus Mendler, FC Homburg. Weil es nicht nur, aber gerade vor Weihnachten wichtig ist, auf das Karma zu achten, kam es am Nikolausvorabend zu dieser Aktion gelebten Fairplays des FC St. Pauli im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den FC 08 Homburg. Wieder ruht der Ball und die Aktion Wiedergutmachung beginnt. Einem minutiös geplanten Handlungsablauf folgend spielt Carol Metz den Freistoß quer zu Sascha Burchert, der nur dem Schein nach die Fußballschuhe schon für den Nikolaus rausgestellt hat. In Wahrheit und dem profunden Auge hier eindeutig offenbart, bringt er ganz bewusst die St. Paulianische Karma-Bilanz wieder in die Waage und Markus Mendler auf das Scoreboard. Dafür hat der Nikolaus die Stiefel bestimmt besonders voll gemacht. Tor 5, Cedric Harrenbrock, Rot-Weiß Essen. Die Weihnachtszeit ist eine magische Zeit. Sie öffnet unsere Geldbeutel und unsere Herzen, auch in der dritten Liga. Rot-Weiß Essen, in den Farben des Weihnachtsmanns, wenn das mal kein Zeichen ist, will eigentlich nur noch beschaulich das Jahr über die Ziellinie tragen und denkt gar nicht mehr ans Tore schießen. Das rührt die Hallenser Mannschaft wiederum so sehr, dass sie ihr Herz öffnen und den Essenern beim Tore schießen tatkräftig helfen, um ihnen einen versöhnlichen Jahresausklang zu bescheren. Das Herz auf dem Platz lassen in der Weihnachtsedition. Einfach schön. Frohes Kacktorschießen, lieber Cedric Harrenbrock. Und die ganze Zeit der Sendung, die könnt ihr in der ARD-Mediathek sehen, also ungefähr